Hallo zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, Far Cry 5, sieht man ja. Ganz neu auf dem Markt, soll scheinbar sehr gut sein. Ich habe es nur mal ganz kurz angespielt, um die Grafik einzustellen, das alles. Apropos Grafik, es ist auf normalen Einstellungen bei mir. Mein PC ist ja auch nicht mehr so fit drauf. Ich hatte es auf Ultra gehabt, da ist mein PC überhitzt. Und man sieht ja auch schon die Meldung drum, Installationen des vollen Spielinhalts, einige Features stehen noch nicht zur Verfügung. Das heißt, das Spiel ist noch nicht zu 100% bei mir runtergeladen, das dauert ja leider immer ein bisschen. Aktuell würde es noch 5 Stunden dauern, das Spiel runterzuladen, die letzten 7 oder 6 GB. Aber gut, fangen wir mal an, neue Spiel an, hoffen mal, dass die CPU dieses Mal nicht abschmiert bzw. überhitzt. Sich dann der PC ausschaltet. Jedenfalls, ich brauche keine gute Grafik und es sieht auch auf normalen Einstellungen noch sehr ansehnlich aus. Das ist mal ein einfaches Spiel. Ich habe das schon seit Jahren nicht mehr so was gespielt, so hier. Shooter. Ja, bestehende Speicherdaten überschreiben. Spezialisten und deinen Helfern auf Abruf. Sie haben einzigartige Fähigkeiten. Aha, Angeln. Finde schwierige Einstellung, um dann Landesrekord aufzubrechen. Bricht in den Trotten jeder Region und in den Geschäften eine Überraschung zu erhalten. Wenn du einen Auftrag, bla bla. So, Intro kommt. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist das mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott sei Dank, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal... Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Whitehorse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen?
Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Gerichter Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Das schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Das können Sie nicht machen. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Lasst mich hier nicht alleine zurück. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Aber wie gesagt, auf mittleren Einstellungen. Ja, hier draußen haben Sie nicht viel. Sieht das noch recht ansehnlich aus. Oh, Marshall, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Herzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Auf die eine oder andere Weise wird man den Namen in der Zeitung lesen. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los!
Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Manchmal ist es das Beste. Es gut sein zu lassen. Gehen wir. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Bleib auf dem Pfad, Rookie! Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte! Ich muss wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen.
Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen alles hier. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus! Scheiße! Sofort raus hier! Sie brennen! Ich schotte Quelle! Dann sind die eure Strafung! Und dann zieht man da, wo ich hin muss. Ich bin davon, dass ich jetzt laufen darf. Deckungszeit erfüllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängst zu blicken wirst, dann deckt. Halte dich und hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke F, um einen leisen Takedown vorzuführen. Durchzuführen. Mhm. Ich habe ihn gefunden. Pistolenmunition. Ah, nach links und nach rechts zu helfen kann man ja scheinbar nicht. Immer mal alles durchsuchen, man kennt ja solche Spiele. Ja, über den Baseballschläger, das sieht schön aus. Ja. Wie gesagt, eine Zielvorgabe wäre schön, wo man hier hin muss. Rechts zielen. Bloß nicht umdrehen. Bloß nicht umdrehen. Thank you.
Wagen in der Nähe. Es liegt meiner langen Brücke. Ich versuche mal da reinzukommen. Falls da draußen noch jemand ist, falls noch jemand lebt. Irgendwas mal aufheben. Wer hat denn da schon wieder was dem geschrieben? Nicht mal aufnehmen darf man in Ruhe. Dich jetzt erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Endlich mal was Vernünftiges zum Schießen. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die. Und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Ernsthaft, ich soll jetzt schießen? Warte auf mich, ich komm auch raus. Rehe auf. Ist nicht, wen wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein, ihr habt die Straßen blockiert. Oder von mir, du, dann werde ich auch nicht mehr ganz mehr. Nicht mehr. Schalt sie aus! Ja, dann fahr vernünftig, hat das Auto still. Scheiße, guter Schuss!
War das beabsichtigt, dass man da jetzt ins Wasser fällt, oder war das wegen diesem Flieger da oben? Ich weiß schon, warum ich solche Spiele am Haus nicht spiele. Viel zu stressig. Oder die Hand ist schon nass zu schwitzen. Das war ja noch ein bisschen schießen. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Bin unschuldig. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Aber gut. An dieser Stelle machen wir jetzt erstmal Pause, nicht, dass es zu lang wird. Jedenfalls, ich weiß, warum ich normalerweise solche Spiele nicht spiele. Aber scheint auf jeden Fall immer sehr interessant zu sein. Ist zumindest auch mal was anderes als immer nur Simulationsspiele und sowas. Jedenfalls, vielen Dank dann fürs Zuschauen. Abo wäre schön und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.